Hat Ihr Kernkraftwerk ein Recyclingprogramm? Recycling? Ewigkeiten hat der Mensch sich danach gesehen, die Sonne zu zerstören. Darum will ich zumindest versuchen, sie auszusperren. Großer Gott, Clint. Was Sie mit der Zerstörung unseres bescheidenen Besitzes erreichen wollen. Sie hat recht. Bringen Sie mich nach Hause, Smithers, dann zerstören wir etwas Geschmackvolles. Geht ihr, hier kommt die Freundschaft, die in eure Richtung schippert. Oh nein, ich werde es sofort wieder rausholen, mein Freund. Oh, hoppla, ich habe einen Nagel verloren. Naja, das passiert bei Leprakranken. Du solltest ihn lieber fallen lassen. Jetzt hatte ich mich auf etwas eingelassen. Es erwies sich als äußerst schwierig, den Lutscher zu ergattern. Ich hab gesagt, loslassen! 25 Jahre habe ich auf diesen Moment gewartet. Tut mir leid, Sir, ich habe die Kassette überspielt. Das ist unzureichend. Officer, verhaften Sie das Baby! Jetzt pass mal auf, Opi. Kein Gericht der Welt würde ein Baby verurteilen. Höchstens in Texas. Neuer Trainer will ich eins von vornherein klarstellen. Niemand hat die Garantie, für das Spiel aufgestellt zu werden. Egal, ob er nun Steve Sachs heißt oder Daryl Strawberry oder... Smithers, nennen Sie mir den Namen eines schlechten Spielers. Homer Simpson, Sir. Oder Homer Simpson. Und ich fasse mich kurz und freundlich. Familie, Religion, Freundschaft. Sind die drei Dämonen, die man besiegen muss, wenn man in der Geschäftswelt Erfolg haben will. Wenn... Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als gegen sie vorzugehen. Ich muss diese Ölquelle haben! Smithers, helfen Sie mir, diese Bestie zu... Bla, bla, bla! Ich halte dich für den Größten! Bla, bla, bla! Zermalmt ihn! Bla, bla, bla! Ich bin für... Oh! Die Party ist zu Ende! Meinen Bobo knuddeln. Howdy, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Und nicht vergessen, Smith. Möchten Sie noch einen Kakao, Mr. Burns? Ich gebe zu bedenken, dass Ihr Erbe kein Junge sein muss. In unserer phallokratischen Gesellschaft heute sollte... Ich weiß zwar nicht, was phallokratisch bedeutet, aber keine Mädchen. Das war's dann wohl mit Plan B. Ich bin ein großer Junge. Körper entfernen, Verklemmung in Stufe 1. Jetzt haben Sie ein Problem. Moment mal so. Smithers, holen Sie mich aus? Nein, die rufen nur Buens, Buens. Ruft ihr Bu oder Buens? Bimban, summ, 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 schlägt mein Herz für dich. Summ, summ. Danke. Der Audi kriegt einen Extrapunkt. Wir haben noch nie was von Recycling gehört. Das bedeutet, Dinge wiederverwenden, um natürliche Rohstoffe zu sparen. Oh, wir sollen Mutter Natur einen Gefallen tun. Daran hätte sie lieber denken sollen, als sie uns mit Dürren, Überschwemmungen und Giftaffen heimgesucht hat. Die Natur hat mit dem Kampf ums Überleben angefangen und jetzt will sie sich verdrücken, weil sie verliert. Da kann ich nur sagen, sie hat's nicht anders verdient. Na gut, dann werde ich Ihnen mal Blut abzapfen. Sehr merkwürdig, das ist, als ob man durch Baiser sticht. Nein, nehmen Sie den Arm. Da habe ich nämlich neulich einen Blutstropfen entdeckt. Glückspilz, sag mal, möchtest du auch weiterhin bei uns wohnen? Bei deinen liebenden leiblichen Eltern? Oder möchtest du lieber zu diesem verschrobenen, lieblosen Milliardär? Fahr schon. Ah ja, natürlich kann ich Ihnen keine hohe Belohnung zahlen. Ich bin im Moment bargeldmäßig etwas knapp. Du bist entlassen! Ausgezeichnet. Die beiden Preisrichter bestechen hat sich bezahlt gemacht. Genau wie damals bei der Miss Teen America. Nicht aufhören, weiter pusten. Okay, 12 Zentimeter, ausgezeichnet. Ihr Haufen abgerissener Versager, ihr hasst mich. Und ich hasse euch noch mehr. Aber ohne meine geliebten Asse seid ihr alles, was ich habe. Und deshalb will ich... dass ihr euch an ein paar ermunternde Dinge erinnert, die euch irgendjemand im Laufe eures Lebens mal gesagt haben mag. Und dass ihr da rausgeht und gewinnt. Ja! 5, 43 und los. Hat, hat. Was? Nein. Mit letzter Kraft habe ich all meine Goldfüllungen rausgesaugt und runtergeschluckt. Notärzte haben nämlich lange Finger. Freunde, ein kleiner verkrüppelter Junge liegt im Krankenhaus. Und er wünscht sich, dass ihr das Spiel gewinnt. Ich weiß das, weil ich ihn...
zum Krüppel geschlagen habe, um euch anzufeuern. Ich kann nur hoffen, dass sie gewinnen, sonst kommt Mr. Burns nämlich wieder, hat er gesagt. Peter, Sozialversicherungsnummer 000000002. Der verdammte Roosevelt. Todesursache der Eltern? Sie waren mir im... Raus mit dem Sinn und rein mit der Liebe. Eins. 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 Ach, da zahle ich Ihnen lieber einen Eingriff zum Fettabsaugen. Juhu. Okay, Monty, jetzt kommt es nur auf deine Führungsqualitäten an. Was bleibt zu tun? Smithers, massieren Sie mein Gehirn. Ja, Sir. Hey, wollen Sie etwa damit sagen, ich bin unverwüstlich? Aber nein, ganz im Gegenteil. Bereits eine leichte Brise. Ich bin unverwüstlich. Daran hindern, Ihren Atommüll zu verklappen. Oh nein, unser Boot sinkt. Das war ich, ihr Trottel! Der Mann, dem ihr vertraut hat, war nämlich nicht der alte Huppi-Fluppi. In Wirklichkeit habe ich die ganze Zeit nur harmlosen Tabak gepafft. Letzte Frage. Habt ihr schon mal einen Sonnenuntergang gesehen? Um 3 Uhr nachmittags? Ei, ei, einmal. Da bin ich um die Arktis rumgesehen. Klappe zu! Ja. Runden suchen. Hilfe, Smithers! Ich sinke! Ich sinke! Mein Leben zieht vor meinen Augen.